Ja, und hier geht es wieder super interessant weiter, nämlich mit hier ja fast nagelneuen Laptops, zumindest neu bei uns im Programm, relativ neu und immer begrenzt. Denn ich spreche von geprüften Leasingrückläufern. Und da ist mein Lieblingssatz immer: Leasingrückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Ich benutze selbst seit Jahren einen geprüften Leasingrückläufer, übrigens auch ein Lenovo. Da haben wir zwei in der Sendung. Ja. Nachher auch noch ein HP, ja. Da bist du Fan davon. Ja. Aber bei jedem Einzelnen heißt, wenn Ihnen der Rechner gefällt, und das wird preislich mit Sicherheit der Fall sein, dann schnell sein, weil wir haben immer nur begrenzte Mengen von unseren geprüften Leasingrückläufern. Beginnen tun wir mit einem Lenovo ThinkPad, und zwar genau dem T470S. Ein richtig guter Allrounder. Wir sind natürlich jetzt auch gerade in einer Zeit des Jahres angekommen, wo man zum einen vielleicht auch schon mal ein Stück weit über Weihnachten nachdenkt, ist nicht mehr allzu viel Zeit bis dorthin, wenn man da jemandem etwas Gutes tun möchte und derjenige vielleicht dann ganz einfach mal einen vernünftigen Laptop haben möchte oder vielleicht auch ganz einfach einen braucht, ist das vielleicht mal eine tolle Möglichkeit, mal günstig ein tolles Modell zu bekommen. Vielleicht haben Sie aber auch einen Schüler, einen Studenten beispielsweise, einen Schüler, der jetzt in die weiterführende Klasse gekommen ist, einen Studenten, der jetzt im Wintersemester angefangen hat oder ein Azubi, der natürlich auch mitunter mal für seine Recherchetätigkeiten, für seine Arbeit jetzt oder für seine schulische oder universitäre Ausbildung ganz einfach mal einen zuverlässigen Laptop braucht. Da gehst du natürlich dann als Papa oder Oma auf die Suche und stellst dann schnell fest, so ein Lenovo ThinkPad liegt natürlich gerne auch schnell mal so bei 14, 15, 1600 Euro auf einer nach oben hin offenen Skala und da fängt man natürlich die Rechnerei wieder an. Natürlich sind auch diese Rechner von der Qualität her absolut auf Top-Niveau unterwegs und Sie werden gleich feststellen, dass natürlich auch das Preisniveau ein ganz anderes ist. Warum? Ganz einfach deswegen, während wir das Gerät vielleicht mal in die zarte Hand einer Dame geben, ja, nämlich noch ein kleines Highlight hier, das habe ich Jahwe gleich mal in der Demonstration aufgedrückt, aber natürlich jetzt hier von sogenannten geprüften Leasingrückläufern sprechen. Was ist ein geprüfter Leasingrückläufer? Nun, große Firmen, mittelständische und große Firmen kaufen solche Rechner in der Regel nicht für ihre Mitarbeiter, sondern leasen sie. Das hat ganz einfach steuerliche Vorteile, denn so eine Leasingrate kann man in der Regel monatlich von der Steuer absetzen. Nach Ende einer Leasingperiode, Sie kennen das auch aus dem Automobilbereich, wird ein solches Modell natürlich dann auch wieder zurückgegeben. In dem Moment greift einer der wohl größten europäischen sogenannten Refurbisher, Wiederaufbereiter würde man im Deutschen dazu sagen, zu und schaut sich die Geräte ganz genau an. Genauer gesagt, die werden alle überprüft. Und es ist mir wichtig immer zu sagen, dass da nicht nur einzelne Modelle überprüft werden, so stichprobenartig, sondern wirklich jedes einzelne Modell wird genauestens überprüft. Und wir können die Kollegen hier gerne mal ein Stück weit über die Schulter schauen. Sie sehen, da steckt sehr viel Akribie dahinter. In mehreren Dutzend Arbeitsschritten wird jede einzelne Komponente des Rechners genauestens kontrolliert. Und erst dann, wenn die Rechner der ersten Wahl entsprechen, das heißt, wenn sie optisch und technisch absolut einwandfrei sind, dann gehen sie in den Wiederverkauf. Und just in dem Moment, wo das passiert, steckt unsere große Stunde, denn wir kaufen solche Geräte an und bieten Ihnen natürlich jetzt hier absolute Top-Technik, die bei weitem nicht veraltet ist. Im Gegenteil, absolutes Top-Niveau, was wir Ihnen hier gerade anbieten. Allerdings dann zu einem absolut günstigen Preis. Sie sehen das hier, ein Lenovo ThinkPad wie dieses jetzt hier für 340 Euro knapp ist natürlich mal ein Top-Angebot in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, ja. Immer bei fast 1600 Euro. Ich zitiere meine Frau Mutter, da muss eine alte Frau lange für stricken. Das Modell jetzt hier ist ein hervorragender Allrounder mit einem schnellen Prozessor, mit ordentlich Arbeitsspeicher, mit reichlich Speicher für all Ihre Daten. Der hat aber im Vergleich zu den beiden anderen eine ganz besondere Funktion, ja. Nämlich ein sogenanntes Touch-Display. Ja, wollen wir mal auf Omas Grünkohlrezept gehen? Wir gehen mal auf Omas Grünkohlrezept und das können wir alles per Touch machen, indem ich hier einfach auf den Bildschirm klicke. Ja. Und dann, wo hast du das gehabt, Carsten? Hast du das... Im Internet, warte mal. Im Internet. Zeig mir mal, wo das Internet ist. Da ist das Internet. Ganz einfach zu verstehen. Ganz große Zeichen. Und hier haben wir Omas Grünkohlrezept aufgerufen. Aber wir haben alle Lust auf Grünkohl. Und dann kann man einfach, ich finde das super, wenn ein Laptop auch Touch hat. Weil man kennt das gerade. Man ist so auf der Tastatur. Pass auf. Genau, man kann einfach, wir machen ja alles irgendwie mit den Händen und hier kann man dann schön mit den Händen das Touchpad oder das Touchfeld bedienen, den Bildschirm bedienen. Das finde ich immer besser, als immer nur die Tastatur zu haben und das für den Preis. Es gibt vergleichbare Modelle und ich weiß und wir wissen alle, wie teuer die sind. Und guck mal hier, Zutatenliste, wo ist sie? Du willst uns doch alle nur hungrig machen. Guck mal hier, man nehme
Man drei nehme Mettwürstchen und 500 Gramm Grünkohle. Ein bisschen Speck dabei. Und ein Kilo Kartoffeln. Oh, und jede Menge Appetit. Zack, ist natürlich mal großartig. Normalerweise müssen sie mal oben rechts immer drauf, mal 120, genau. 125, 150 Prozent, bis sie da den Bildausschnitt derartig vergrößert haben. Yes, da ist der Grünkohl schon längst schal geworden. Jetzt geht das Ganze eben auch mal per Touchbedienung. Bitte natürlich auch mit dem Touchpad hier am Gerät selber, natürlich auch mal mit einer Maus, das ist klar, wie ein normaler Computer zur Hand haben, aber eben mit dieser Touch-Funktion ist er meines Erachtens wirklich was ganz Besonderes. 14 Zoll groß, das sind fast 36 cm in der Bilddiagonale, Full HD natürlich die Auflösung im 16:9 Format und der hat wirklich alles, was ein guter Allrounder heutzutage haben muss. Übrigens, das wird viele Fans von Digitalkameras und von digitalen Fotoapparaten und dergleichen freuen. Der hat noch einen SIM-Kartensteckplatz, was meiner beispielsweise nicht hat. Und wenn ich im Urlaub Fotos mit meiner Digitalkamera mache, muss ich immer umständlich die Bilder von der Kamera mit einem Kabel und so weiter auf den Rechner rüberziehen, wenn ich die bearbeiten oder speichern möchte. Jetzt nehme ich einfach die Karte aus dem digitalen Fotoapparat oder aus dem Camcorder raus und packe die hier in den Rechner rein. Bombs, haben Sie die Daten übertragen. Das sind nur einige der Highlights bei dem Gerät. Modernes Betriebssystem natürlich aufgespielt und für mich ist der von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Nee, überhaupt nicht. Also ja. er sieht ja wirklich aus wie neu und er ist ja auch tadellos. Und was mir hier gerade mal aufgefallen ist, wie viele Anschlüsse wir noch haben. Und das, ja, finde ich, ist so wichtig, weil je moderner die ganze Technik wird, desto weniger Anschlüsse werden unseren Laptops verpasst. Und das ist nicht immer so gut. Und hier heute zum unschlagbaren Preis von nur 339 Euro. Wir gehen mal zu den Kollegen von Pearl.de, was dieser Laptop dann normalerweise kosten würde, 380 Euro. Also hier sparen Sie wirklich noch mal Geld. Und sie sparen allgemein bei unseren Refurbished-Produkten. Und es ist, wie Carsten und Ralf da schon so schön gesagt haben, die bessere Variante zu kaufen. Weil ich erinnere mich da an mich. Ich habe mir mal irgendwann zu Weihnachten einen Laptop gewünscht. Und da hat mein Papa zu mir gesagt, hast du noch alle? Also bist du noch ganz weit raus? Und mein Papa hat wirklich gesagt, also Merwin, das ist so viel Geld. Und hier kann man wirklich sparen. Und ich glaube, hätte ich mir damals einen Refurbished-Laptop gewünscht, dann hätte ich den definitiv bekommen. Und die Bestellnummer, ja, für unser erstes Modell ist die REF 1639 und die 569. Sie sehen hier aber noch zwei weitere bei uns hier schön auf dem Tisch drapiert. Und da, Carsten hat noch schön, also noch genauso schöne Laptops mitgebracht. Ja. Und da wieder ein Lenovo ThinkPad. Deiner ist jetzt wie alt? Also ich habe ihn jetzt 7 Jahre. Ja, 7 Jahre, ja, ein und das gleiche Gerät. Ja, der läuft wie am ersten Tag und ich habe ihn ja auch als geprüften Leasingrückläufer, also knapp 10 Jahre alt. Und da ist er immer noch mit moderner Technik ausgesehen. Ja. Und was ich so toll finde, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Wir haben gesagt, ist von einem Neugerät so gut wie nicht zu unterscheiden. Das stimmt, aber die Handhabung ist wie bei einem Neugerät. Ja. 24 Monate Gewährleistung, frisch aufgespieltes Betriebssystem, Antivirensoftware, es ist alles dabei, es bleiben keine Wünsche übrig. Das Einzige, wo der Unterschied deutlich zu erkennen ist, ist natürlich im Preis. Hier haben wir einen Neupreis von über 1400, knapp 1400, ja, Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Und das ist wieder mein Lieblingssatz, den ich so gerne in diesen Sendungen sage. Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Mhm. Absolut, absolut. Jetzt können Sie sich natürlich überlegen, okay, jetzt gab es auch so 2 Monate vor Weihnachten, wo dann auch die Rechnungen im Januar wieder ins Haus flattern, ja, und so weiter, die ganzen Abrechnungen. Habe ich jetzt die 1500, 1600 Euro mal eben kurz im Elektronikfachmarkt um die Ecke ein Neugerät zu kaufen oder spare ich mir das Geld, verzichte auf gar nichts, weil die Technik ist wirklich sensationell und habe einfach einen vernünftigen Laptop mal in der Hand, den ich natürlich auch mal mobil einsetzen kann. Dafür sind die 14-Zoll-Geräte absolut prädestiniert. Für zu Hause ist er mit Sicherheit genauso gut, aber muss nicht gleich ein Vermögen dafür bezahlen. Der hat noch ein bisschen mehr an Ausstattung jetzt hier. Unter anderem ist der natürlich ein absolutes Darstellungswunder. Deswegen habe ich Ihnen hier mal das Video laufen lassen. Der hat auch hier wieder einen 14-Zoll, 14,1-Zoll großen Bildschirm, das sind also fast 40 cm in der 36 cm in der Bilddiagonale, 16:9, Full HD, aber gerade dann, wenn es um Foto- oder Videobearbeitung geht und Sie möchten doch bitte Ihre ganzen Weihnachtsfotos, die Videos auch vom letzten Urlaub mal vernünftig auch mal darstellen lassen, hat der noch eine ganz klare Stärke, nämlich eine AMD Radeon Vega 8 Grafikkarte schon verbaut. Das heißt, alle, die so ein bisschen mit Foto oder Video oder gerne auch mal mit Filmen und dergleichen hantieren, sind mit dem Gerät bestens bedient. Das ist ein kleines Leichtgewicht. Hat 1,5 Kilo insgesamt, wiegt eigentlich fast gar nichts, oder wie eine Tüte Milch? Wiegt überhaupt nichts und das ist für mich so wichtig, weil man, gerade Laptops sind ja dafür gedacht, dass sie mobil genutzt werden können, dass man auch mal von A nach B gehen kann. So, und dann möchte ich aber keinen Laptop haben, bei dem mein Arm gefühlt abfällt, sondern hier, den kann man wirklich ganz
easy peasy von A nach B tragen, in der Hand die Kaffeetasse, hier den Laptop und am besten noch das Telefon irgendwie im Ohr. Also da ist man, da sind keine Grenzen gesetzt, der ist unglaublich leicht. Ja, ein richtig guter Allrounder, den wir jetzt hier haben. Übrigens funktioniert der mit einem sogenannten AMD Ryzen Prozessor. Also Sie sehen schon, die Firma AMD hat sich speziell hier bei Intel genauso eingeschlichen wie die Firma, bei Lenovo eingeschlichen wie die Firma Intel, das mitunter auch bei Hewlett Packard macht. Mhm. Ja, aber gut, man kann ohne weiteres davon ausgehen, dass hier diese Prozessorentechnik, die hier drin ist, millionenfach in Rechnern weltweit verbaut worden ist und mit Sicherheit eine dankbare Aufgabe auch für Sie zu Hause erfüllt. Übrigens, wenn Sie nicht nur zu Hause im WLAN oder dort, wo Sie eben ein kabelloses Internet zur Verfügung haben, mit dem Gerät arbeiten wollen, wir kennen das, wir sind hier in einem ländlichen Gebiet, da ist das mit dem WLAN und so weiter manchmal so eine Sache, oh ja. Ja, dann können Sie das also auch gerne über das sogenannte Handynetz, über das LTE-Netz machen, da kommt eine SIM-Karte rein, wie Sie es vom Smartphone auch kennen, kriegen Sie mittlerweile für ein paar Euro 15 in jedem Discounter, dann funktioniert der eben auch mal im Internet, ohne dass Sie ein WLAN zur Verfügung haben. Also Sie merken, ein modern ausgestattetes Gerät, ganz egal, ob man jetzt einfach nur mal im Internet surfen möchte, mal ein paar Preise vergleichen will, bei Pearl TV mal eben kurz vorbeischaut, um sich die Top-Angebote mal eben anzusehen, die nach Urlaubsangeboten schaut oder auch mal ein paar Schuhe shoppen will. Oh ja. All das ist mit so einem Gerät ohne weiteres möglich. Sie haben Satzspeicher mit 512 GB auf einer topmodernen Solid-State-Drive auf einer SSD-Festplatte mit drin. Wem das nicht sagt, kein Thema, absolutes Top-Niveau. Und Sie bekommen dieses Gerät natürlich heute mit einem absoluten Vorzugspreis und selbstverständlich, wie es uns der Gesetzgeber vorschreibt, mit 24 Monaten Gewährleistung. Die bekommen Sie natürlich auch noch von uns obendrauf. Und insofern unterstreiche ich das nochmal, was Ralf gerade gesagt hat. Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen, weil Sie ein Top-Gerät bekommen für einen Bruchteil dessen, was Sie normalerweise für ein Neugerät bezahlen müssen. Ja, bei Pearl.de immer schon sehr, sehr günstig. Aber Sie wissen, bei Pearl TV noch ein bisschen günstiger. Da sehen Sie knapp 450 Euro. Ihr Preis 429,99 €. Natürliche Lieferung, Porto und Versandkosten frei bis vor Ihre Haustüre. Und natürlich hat Carsten recht, Weihnachten ist nicht mehr weit. Und ich glaube, das, was Merve vorhin gesagt hat, viele sagen, oder viele Kinder trauen sich auch gar nicht, sich einen Laptop zu wünschen. Genau. Und wenn dann mal einer im Rahmen ist, sage ich, und der liegt unterm Weihnachtsbaum, ist die Freude noch viel größer. Und gerade Lenovo würde ich persönlich Schülern und Studenten empfehlen, definitiv, weil die extrem robust sind. Und ich habe gehört, dass nicht alle Schüler mit ihrer Schultasche immer so ganz sanft umgehen sollen. Habe ich gehört, Also deshalb, die halten auch einiges aus. Die Bestellnummer, Das passt, die haben alle diese magnesiumverstärkte Außenhülle, sind auch weitestgehend kratzerresistent. Die Bestellnummer für dieses Modell ist der REF 1623 und die 569, der Preis 429,99 €. Und so wie ich bekennender Lenovo-Fan bin, weiß ich jetzt, dass Kollege Carsten ein absoluter HP-Fan ist und jetzt geht bei dir das Herz auf, oder? Also grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich die Qualität unserer Rechner, egal ob wir jetzt von einem Lenovo sprechen, von einem Dell, von einem Hewlett Packard wie diesem jetzt hier oder von einem anderen Hochkaräter hier bei uns im Programm, die Qualität ist natürlich immer hervorragend. Deswegen erste Wahl, wir haben das gerade zu Beginn auch unserer Sendung gesehen, wie das der sogenannte Refurbisher, der Wiederaufbereiter, handhabt. Also da steckt schon richtiges Know-how dahinter, sodass Sie sich absolut drauf verlassen können. Kleiner Exkurs noch in die Statistik, ich erwähne es immer wieder gerne, wenn wir Ihnen Laptops zeigen. Die Rücklaufquote bei unseren sogenannten geprüften Leasing-Rückläufern liegt im unteren einstelligen Prozentbereich. Also ich sag mal, wenn 100 Leute bestellen, schicken den vielleicht 2 oder 3 zurück, aus welchem Grund auch immer. Und das ist für einen Versender, wie wir es sind, natürlich mal eine herausragend gute Quote. Nichtsdestotrotz bin ich ein riesengroßer Hewlett-Packard-Fan. Mhm. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mal optisch ein bisschen was anderes zu bieten, auch von der Größe her. Allein schon deswegen hier, weil hier hinten auch das neue Hewlett-Packard-Logo drauf ist. Das sieht schon richtig klasse aus, oder? Ich würde Technik, die mir zum Beispiel nicht gefällt, niemals kaufen. Andererseits, auch, der kann auch grün-lila kariert sein, Hauptsache funktioniert. Aber das hier macht natürlich mal richtig ordentlich was her. Ein schönes, schlankes Gerät und ich gebe ihn direkt mal an Merve weiter, bei dem Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist, dass der im Vergleich zu den ersten beiden Vertretern von Lenovo etwas größer daherkommt. Ja. Etwas größer daherkommt heißt, wir haben hier 15,6 Zoll, das sind also fast 40 Zentimeter in der Bildschirmdiagonale. Und den habe ich bewusst mal in die Sendung mit reingepackt, weil ich persönlich ein riesen
riesengroßer Fan davon bin, mir über einen Streamingdienst meine Serien oder meine Filme auch gerne mal abends im Bett anzuschauen. Oh, ich habe bei mir zu Hause im Schlafzimmer keinen Fernseher, ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss und ich bin auch gar nicht mal so unglücklich drüber. Nö. Aber manchmal möchte ich es gemütlich haben. Ja, ja, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf Streamingdienste auf einem Laptop guckt, dann ist ein größerer Bildschirm schon doch die bessere Variante. Aber was ich hier auch gleich wieder sagen muss, aber was ich hier auch gleich wieder sagen muss, er ist so leicht. Also man könnte jetzt natürlich denken, aufgrund der Tatsache, dass er größer ist, dass er dementsprechend auch gleich schwerer ist. Aber nein, er ist genauso leicht, er ist genauso leicht portabel wie die anderen beiden auch. Und ich finde den so schick. Dieses silberne, Hardware sieht so elegant und schick aus. Also der lässt sich wirklich sehen. Und ich sage Ihnen mal was, der sieht nach so viel Geld aus. Also der sieht nach so viel Geld investiert aus. Da wird jeder andere Student sagen, sag mal, wie viel Geld hast du denn in dein Laptop investiert? Oder auch, wenn man den selbst zum Arbeiten nimmt und nicht mehr Student ist, der macht wirklich was her. Absolut. Übrigens top ausgestattet. Der hat also auch von AMD den Ryzen-Prozessor drin, hat 24 GB Arbeitsspeicher, kurz zum Verständnis. Microsoft empfiehlt für das klassische Windows-Betriebssystem 4 GB Arbeitsspeicher. Der hier hat 24, also doch ein Vielfaches von dem, was normalerweise im standardmäßigen Bereich gebraucht wird. Und er hat eine riesengroße Festplatte. Und das sei hier bei dem Modell auch nochmal ganz besonders erwähnt, mit 1 TB. Das sind 1000 GB. Wie viel haben Sie auf Ihrem Handy? 64, 128. Hier hast du fast die 10-fache Menge an Speicherlösung drin. Übrigens als Neuware. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Also die Kollegen beim Refurbisher haben die Festplatte, die alte, rausgenommen und eine neue reingepackt. Die ist also fabrikneu. Dazu kommt noch, dass er logischerweise Bluetooth hat, dass er eine Webcam mit drin hat. Das gehört heutzutage in der Oberklasse natürlich zu den Standardgeschichten. Gilt für alle Rechner, die wir haben. Also für die Lenovos auch. Mhm. Keine Angst, auch deine Lenovos haben Bluetooth und natürlich auch eine Webcam mit drin. Der hat aber sogar noch einen Fingerabdruckscanner. Kennen viele vielleicht auch vom Smartphone. Ich weiß nicht, wie viele Passwörter Sie haben. Ich habe mittlerweile eine ganze Liste voll mit Passwörtern. Man soll ja auch nicht immer das Gleiche nehmen. Sich die zu merken, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, war es jetzt eine 23 oder war es eine 27? Das können Sie damit ganz einfach mit Ihrem eigenen Fingerabdruck entsperren, sodass nur Sie Zugriff auf die entsprechenden Daten haben. Und Zubehör hast du uns auch noch mit. Zubehör ist auch noch mit dabei und das relativiert den Preis noch um ein Vielfaches mehr. Sie bekommen nämlich auch noch eine, ja, ich sage mal ganz liebevoll, Garage dazu für Ihren Laptop. Port-Replikator oder Docking-Station nennt man das Ganze auch. Hat den Vorteil für Sie, dass Sie nicht jedes Mal mit irgendwelchen Kabeln porkeln müssen, wenn Sie jetzt beispielsweise das Gerät mobil eingesetzt haben und Sie kommen nach Hause und wollen ihn wieder mit Ihrem Drucker verbinden, mit einem separaten Monitor oder ganz einfach auch mit der Stromzufuhr, dann docken Sie den ganz einfach hier auf die Docking-Station an, dann ist der automatisch verbunden. Das ist wirklich super. Wenn Sie wieder mitnehmen möchten, zack, kurz entriegelt und dann ist er wieder einsatzbereit. Hinzu kommen natürlich auch noch weitere USB-Anschlüsse, ein LAN-Anschluss hier an dieser Stelle und so weiter. Also das ist wirklich mal eine ganz tolle Angelegenheit dann eben für zu Hause, für einen festen Platz, auch mal auf einem Schreibtisch. Und Sie bekommen darüber hinaus auch noch von Acer eine Funkmaus von uns mit dazu. Sie sehen, auch die ist flammneu und original noch verpackt. Funkmaus deswegen, weil Sie hier mit einem Dongle quasi an einen der USB-Steckplätze gehen, können Sie auch gerne hier an die Dockingstation andocken. Ich bei meinem Teil habe das immer ganz gerne. So ein Touchpad geht natürlich auch, aber mit einer Maus ist es ein bisschen einfacher. Ja, du arbeitest ja auch immer mit einer extra Maus. Richtig, genau. Also Carsten ist wirklich ein absoluter Liebhaber dieser HP-Laptops. Und der Dockingstation und der Maus. Weil wenn Sie Carstens Schreibtisch sehen würden, dann würden Sie genau dieses Setup hier sehen. Und Carsten ist viel am Laptop. Ja, ist direkt neben meinen Schokoriegeln. Direkt neben den Schokoriegeln. Da finden Sie meinen Hewlett-Packard-Laptop. Es ist ein ganz tolles Gerät, überhaupt keine Frage. Ja. Und den kriegen Sie natürlich heute mal zum Schnapperpreis. Und den Schnapperpreis haben Sie bei uns von 469 Euro bei Pearl.de auch schon günstig für nur 500 Euro. Und hätte man meinem Vater damals vor 4, 5, 6 Jahren an Weihnachten gesagt, das ist ein Laptop für 469 Euro mit der Aufmachung, der Optik und vor allem der Software, also dem Betriebssystem gibt, dann hätte ich einen bekommen. Also das wirklich, wenn jetzt, ich meine, wir nähern uns Weihnachten. Es ist immer schön, wenn man sich schon frühzeitig über die Weihnachtsgeschenke Gedanken macht. Und dafür sind wir da, dass wir Ihnen da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also falls Sie schon etwas länger überlegt haben, braucht mein Enkel, braucht meine Tochter, mein Sohn oder auch mein Partner mal einen neuen Laptop, dann haben wir Ihnen jetzt hier 3 Modelle vorgestellt, die definitiv günstig, aber vor allem definitiv gut sind. Und das haben die beiden schon so schön gesagt, es ist refurbished, es ist wirklich 24 Monate Gewährleistung. Es ist tadel, tadel
tadellos und vor allem günstig. Ralfs Devise, wer Leasingrückläufer kauft, kauft clever, ist hier auf jeden Fall, ja, das ist Programm, was Ralf gesagt hat. Die Bestellnummer für das letzte Modell ist die RAF 1632 und die 569. Also ich werde jetzt definitiv hier mit dem HP-Book mal ein bisschen Online-Shopping betreiben, oder? Weil der Bildschirm ist groß genug und ich habe ja vor allem in der Anschaffung Geld gespart, also bleibt Geld fürs Shoppen anderweitig übrig und genau das sollten Sie auch tun. Also viel Spaß.